Höre, glaube und lebe durch das inspirierte Wort Gottes. Herzlich willkommen zur täglichen Andacht aus Maranatha, einem Andachtsbuch von Ellen G. White. Die 144.000, 16. November. Und ich sah und siehe, das Lamm stand auf dem Berg Zion und mit ihm 144.000. Die hatten seinen Namen und den Namen seines Vaters geschrieben auf ihrer Stirn. Offenbarung 14, Vers 1. Am kristallenen Meer vor dem Thron, an jenem gläsernen Meer, das aussieht, als wäre es mit Feuer durchsetzt, so strahlt es von der Herrlichkeit Gottes, ist die Schar versammelt, die den Sieg über das Tier und sein Bild und über die Zahl seines Namens errungen hat. Sie stehen mit dem Lamm am Berg Zion und haben Hafen Gottes. 144.000, die aus den Menschen erkauft worden sind. Und man hört die Stimme wie von Hafenspielern, die auf ihren Hafen spielen. Wie großes Wasserrauschen und lautes Donnern. Und sie singen ein neues Lied vor dem Thron. Ein Lied, das kein Mensch lernen kann außer den 144.000. Es ist das Lied des Mose und des Lammes, ein Lied der Befreiung. Niemand außer den 144.000 kann dieses Lied erlernen, denn es ist das Lied ihrer Erfahrung, eine Erfahrung, die keine andere Gruppe je gemacht hat. Die folgen dem Lamm nach, wohin es geht. Sie sind von der Erde entrückt worden, aus den lebenden Menschen, und werden als Erstlinge für Gott und das Lamm bezeichnet. Offenbarung 15, Verse 2 und 3, Offenbarung 14, Verse 1 bis 5. Diese sind's, die gekommen sind aus der großen Trübsal. Sie haben die Zeit der Trübsal durchlebt, wie es sie nie gegeben hat, seit es Menschen gibt. Sie haben die Zeit der Angst in Jakob erduldet. Sie haben die letzte Ausgießung der Gottesgerichte ohne Mittler durchgestanden. Aber sie sind befreit worden, denn sie haben ihre Kleider gewaschen und haben ihre Kleider hell gemacht im Blut des Lammes. Offenbarung 7, Vers 14. In ihrem Mund wurde kein Falsch gefunden. Sie sind untadelig vor Gott. Offenbarung 14, Vers 5. Darum sind sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. Und der auf dem Thron sitzt, wird über ihnen wohnen. Offenbarung 7, Vers 15. Sie haben gesehen, wie die Erde durch Hunger und Seuchen verwüstet wurde, wie die Sonne die Menschen mit großer Hitze versengen konnte. Sie selbst haben Leiden durchgemacht, Hunger und Durst erlebt. Aber jetzt werden sie nicht mehr hungern noch dürsten. Es wird auch nicht auf ihnen lasten die Sonne oder irgendeine Hitze. Offenbarung 7, Verse 14 bis 16. Amen. Der Herr segne und behüte dich und gebe dir seinen Frieden. Bis zum nächsten Mal zur Andacht mit dem Thema Die große Schar der Erlösten am 17. November.